Danke CDU, danke FDP. Seit Jahren verhindert ihr bezahlbare Mieten. In Berlin ist der Mietendeckel erst einmal tot. Und jetzt tun euch die MieterInnen leid, weil sie weniger Geld in der Tasche haben. Die CDU hat übrigens viel Geld in der Tasche. Zum Beispiel 300.000 Euro und nochmal 500.000 Euro. Spenden von Christoph Gröner, Immobilieninvestor. Der freut sich jetzt natürlich. Der Investor sagt, ihm liege der kleine Mann am Herzen. Deswegen baut er das und das und das. Exklusive Eigentumswohnungen in bester Lage. Für Reiche. Und BerlinerInnen zahlen drauf. Dank eurer Politik. Danke CDU. Danke FDP. Wir kämpfen weiter. Für einen bundesweiten Mietendeckel. Die Linke. Am 26. September.